Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute geht es um vier Themen: die Beleuchtung des Maschinenraums der 3054, der Markenname Primex, eine Bastelinfo zum Trenngleis und die Folgekosten bei Schnäppchen. Wir fangen mal an hier mit der 3054. Da hatte ich einen Kommentar, da hieß es, da fehlt die Beleuchtung des Maschinenraums. Da schauen wir mal rein. Und in der Tat sieht das hier so aus. Hier gibt es so eine Bajonettverschlusshalterung für eine Lampe und zwei Ösen. Dann stellen wir mal die Lok ein bisschen an den Rand. Rechte Schraube, linke Schraube. Und schauen mal hier in den Karton der 3053 ein Modell aus meiner Schatzkiste mit Bedienungsanleitung und quasi unbespielt. Da muss ich also beim Rausnehmen auch vorsichtig sein. Kleiner Blick. Lack ist Picobello. Da ist nichts dran. Ich stelle mal das Gehäuse der 54er daneben, da kann man mal die Unterschiede sehen. Und siehe da, eine Beleuchtung. Und jetzt schauen wir mal in die Kataloge rein, was denn da zu der Lampe steht. Erscheinungsjahr der Lok, Katalog 1966-67, auch auf dem Titelbild, auch wunderbar gemalt. Die neue E03. Jetzt hier zum Text, mal sehen, ob wir was zur Lampe finden. 52 D-Mark, elektrische Schnellfahrlokomotive. An den Stirnseiten Dreilichtspitzensignal, spurbildgetreu beleuchtete Dachfenster. Also im Katalog von 1966 ein Hinweis auf die Beleuchtung der Dachfenster. 1971. Erscheinungsjahr des neuen Modells mit dem Hinweis neueste Ausführung der DB. Vier Haftreifen an den Stirnseiten, Dreilichtspitzensignal, vorbildgetreue Dachfenster. Da fehlt das Adjektiv beleuchtete. Kurz zum Thema Primex. Ich hatte einen Kommentar zu dieser Lok mit dem Hinweis, dass Primex ja ursprünglich der Name des Kupplungssystems war. Und dann schauen wir zunächst mal in den Katalog von 1966. Und da finden wir hier zu den Kupplungen. Es gibt erstens die automatische Kupplung. Kann man das so sehen oder reflektiert das so stark? Na, so geht es. Erstens die automatische Kupplung. Zweitens die automatische Kupplung mit Vorentkupplung. Drittens die Märklin-Telex-Kupplung. Und 1967 bekommen die Kupplungssysteme dann Namen. Märklin-Kupplungen, automatische Kupplung Primex, automatische Kupplung mit Vorentkupplung Relex und die Telex-Kupplung. 1967, 1968, dann die gleiche Beschreibung. Automatische Kupplung Primex, Vorentkupplung Relex und Telex-Kupplung und im Erscheinungsjahr der Marke Primex für die Kaufhäuser. 1969. Haben wir wieder nur noch die Märklin-Kupplungen, die automatische Kupplung, Relex-Kupplung und Telex-Kupplung. Und falls die Frage kommt, seit wann
Gibt es denn die Relax-Kupplungen? Da gehen wir zurück in das Jahr 1956. Gibt es hier ein Schaubild? Durch Heben der Schaltbrücke wird die Kupplung geöffnet. Hier durch den, das ist ein Kupplungsgleis. Die neue Konstruktion der Kupplung gestattet nach Betätigung des Entkupplungsgleisstückes ein Weiterschieben des Zuges, ohne dass die Kupplungen wieder zurückschnappen. 1956, Gegenprobe, dürfte es dann 1955 ja noch nicht gegeben haben. 1955, das Entkupplungsgleis und hier noch die alten Kupplungen ohne die Vorentkupplung. Hier ist noch so ein gelber Zettel drin, ja, ich wollte hinweisen hier auf das schöne Bildchen hier mit dem Abdrücksignal und dem Ablaufberg. Und hier gab es ja noch das Abdrücksignal. Jetzt zeige ich die Kupplung mal kurz in der Großaufnahme. Hier rechts die bislang automatische Kupplung, dann ab 1956 die Relax-Kupplung hier mit der breiten Lasche. Die dann ab 1957 so aussieht. Kurz noch die Telex-Kupplung, die gibt es ja nur bei den Lokomotiven. Die sieht dann so aus. Und man kann dann mit einem Elektromagneten frei auf der Anlage die Waggons abkuppeln. Noch ein kleiner Basteleinschub zum Thema mehrere Lokomotiven auf einem Gleisabschnitt und Mittelleiterisolierung. 1971 gibt es ein neues Signal, 7339, manuelles Lichtsignal, fest montiert und ein Unterbrechergleisstück ist dabei. Das schauen wir uns gerade mal an. Hier das Lichtsignal, fest montiert, manuell, hat übrigens eine Entsprechung schon 1948 hier. Mit Antrieb ist auch hier der Mittelleiter unterbrochen, ist aber hier oben der Mittelleiter, sieht man viel besser. Hier bei dem Signal ist es hier unten unterbrochen und das Unterbrechergleis sieht dann so aus von oben. Ein ganz normales halbes Gleis und von unten erkennt man, hier ist der Mittelleiter durchgesägt. Ich mache mal eine Großaufnahme und dann sitzen hier so zwei Ringe, die sind aber Trappe, die sollten ja dann verhindern, dass es hier einen Kurzstoß gibt, wenn das Ding sich hin und her bewegt. Aber das sind keine Hülsen, wie man auf der Seite sieht, sondern einfach nur so Kunststoffringe, die da drauf liegen. Und das ist aber ganz praktisch, um den Mittelleiter zu unterbrechen, statt der Pappen. Und deshalb machen wir uns die jetzt mal kurz selber. Schutzbrille nicht vergessen. So, rufen wir an hier. Jetzt wichtig, wir sägen noch nicht ganz durch. So, das lassen wir jetzt erstmal und jetzt kleben wir es fest. Damit ist gewährleistet, dass die Pinökel alle noch in der Mitte sind, hier die Punktkontakte. Wenn wir es durchsägen würden und das würde schon herlabern, dann könnte es ja passieren, dass das nicht mehr so in der Mitte sitzt. Und wir können das jetzt nochmal ausrichten. Jetzt den zwei Komponentenkleber anrühren. Wow.
wenn der Kleber ausgehärtet ist, den Reststeg durchtrennen und dann mache ich das noch mit ein bisschen silberner Farbe schön. Und schon hat man ein stabiles, praktisches, dauerhaftes Trenngleis. Ich habe mir diese Lok gegönnt, 3048, mit den runden Lampenbügeln, also mit an Zertgrenzwahrscheinlichkeit 60 bis 63. Super schönes Modell für 30 Euro. Alles zusammen stand sie dann hier bei mir auf dem Tisch, natürlich mit dem Mangel, der Tender fehlt. Die Lok hat hier einen Raucheinsatz. Ich hatte schon mal ein Vorgängermodell, ein Video dazu gemacht, die 3026 von 58 und 59 und hier allerdings mit Tender und Telex. Hier habe ich diesen Tank nachgefrickelt. Ja, für 30 Euro, da denkt man sich, nehme ich mit. Und meine Idee war, ich gehe ins Internet und bestelle mir für kleines Geld den Tender. Das hätte ich wahrscheinlich vorher machen müssen. Nein, hätte ich mir dann trotzdem für 30 Euro gekauft. Die Tender für die 3048, die fangen im ganz schlechten Zustand bei 15 bis 20 Euro an. Und wenn sie keine Abbrüche haben, möchte der Besitzer zwischen 40 und 60 Euro haben. Das war mir dann für so ein Schnäppchen dann doch zu viel. Vielleicht läuft mir nochmal ein Tender unterwegs und bis dahin muss die Lok ja fahrbereit sein, indem man da was anhängt. Und meine Idee war, ich greife in meinen Fundus von einer 3005er und probiere mal, ob da der Tender passt. Ja, wunderbar. Er passt nur in Kurven, bleibt er hier hängen. Das ist natürlich unpraktisch. Und deshalb habe ich da jetzt einen Tender. Kann man das hier sehen? Ich stelle ihn mal Schulter an Schulter. Da ist die Zugstange. Das ist nämlich die Zugstange der 3048. Habe hier einfach in einen einfachen Tender von der 3005 die Zugstange von der 3048 reingemacht. Hat 3,60 Euro gekostet. Zusätzlich natürlich die sowieso da Kosten dieses Tenders. Und jetzt habe ich eine 3048 mit einem Tender von der 3005. Der Abstand ist natürlich riesig, aber ich brauche ja hier hinten erstmal eine Kupplung. Wie das Original. Zum Schluss wie immer, wenn das Video gefallen hat, den Daumen nach oben, ein Abo, falls der Kanal gefällt, das Video gerne auf anderen Social Media Plattformen teilen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.